Moin und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play in Dark Souls 2. Ich fange ein komplett neues Spiel an und ich werde mir das Spiel mal angucken. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. Schlecht sieht's ja nicht aus. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. Der schöne Apfel. None will have meaning and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Oh, schicke Zähne. Oh Mann. Ich muss dazu sagen, ich werde jetzt einfach mal jetzt reden. Ich spiele die PC-Version mit einem PS3-Controller. Und das ist eigentlich mein erstes Mal Dark Souls. Beziehungsweise Dark Souls 2 am Computer. Ich habe es vorher mal kurz angetestet und die Computer, also die PC-Steuerung, das hat mir gar nicht zugesagt. Deswegen habe ich mir jetzt einen PS3-Controller besorgt. So, dann werden wir mal gucken. Dann werden wir mal schauen, wie weit ich komme. Bis jetzt sieht es ziemlich gut aus. Like a moth drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Auch immer wieder jetzt hinfallen. Schön ist.
Steuerung ist echt 10-mal besser als was es vorher war. Mit Maus und Tastatur, das ging halt überhaupt nicht klar. Denn hier weiter. Scheinbar nicht. Da ist die Dokus. Und dann können wir in der Hütte, denke ich mal, unsere Klasse wähnen. What seems to be the ruckus? Ja, whatever. Gut, wollen wir den Namen eingeben? Wie sollen wir anders heißen? Das ist ja wohl klar. Ja. Den kenne ich allerdings. Gut. Dann, klasse. Jo, ich glaube, ich werde ganz normal. Nämlich den Krieger oder nämlich den Ritter. Ich denke mal, ich werde den Ritter nehmen. Jo. Ja, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was das alles bringt. Ich wusste, dass bei Dark Souls 1 einfach mal so einen Ring gab, der ziemlich geil war, aber so. Keine Ahnung. Da war immer so ein Lebensring. Ja. Ja, das geht schon durch. All people come here for the same reason. Gut. Oh, da wir ja diese besondere Version spielen, können wir uns ja gleich mal schon mal was anziehen. Das sieht alles ganz gut aus. Ich glaube, sie kann man schnetzeln. Steppen kann. Scheinbar nicht. Oh, klar geht es. Gut. Ein Menschenbilder, okay. Dann weiß ich, dass da oben noch was war. Also denke ich mir das. Ja. Das ist ja typisch so für so Rollenspiele, dass einfach mal was oben rumliegt, dass man immer alles absuchen muss. So, das ist das erste Bonfire. Und dahinter ist auch noch was. Okay, eine Seele und eine Fackel, okay. Dann gehen wir doch mal da rein. Das ist ja jetzt noch nicht so schwer. Oh, was ist das denn da hinten? Ganz ehrlich sagen, die Steuerung, das ist kein Vergleich zu der PC-Steuerung, das war die Hölle. Das hat schon ein bisschen angespielt, war hier in der ersten Stadt. Aber das war echt absolut die Hölle. Das geht ja hier so geschmeidig.
Ich muss dazu sagen, ich spiele den Offline-Modus, weil ich mich einfach nicht spoilern lassen möchte. Ich werde einfach sehen, was das Spiel so für mich bereithält. Da ist noch einer. Wo ist der denn hier? Und daher will ich mich nicht spoilern lassen. Ich hatte zwar schon ein paar Videos bei YouTube gesehen, wo man wirklich schon ein bisschen was gespoilert bekommen hat. Okay, was ist das? Bestimmt dieses, ja, was auch immer. Oh, hab halt heute schon ein paar Videos gesehen, wo er sich halt ein bisschen spoilern lassen konnte mit diesen ganzen Sachen, die halt auf den Boden gelegt werden und so. Das ist zwar ganz cool und hilfreich, aber ich glaube mal für den ersten Durchlauf sollte ich das auf jeden Fall weglassen. Ah, da schreibt man, okay. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gut. Und zurück. Oh, das ist eine Leiter. Die sollten wir vielleicht mitnehmen. Jo. Oh Gott, da wollte ich da hochsprinten. Da ist der erste tot. Oh Mann, das geht schnell. Och, jetzt muss ich den ganzen Weg werden. Das war hier durch, wa? Jo. Ich gedacht, er trifft mich. So, dann. Jetzt aber. Ah, okay. Nur nicht, dass du gedrückt hast, schneller klettern. Gut zu wissen. Was steht hier? Irgendwas übersehen. Und da sind wir gekommen. Da könnte ich jetzt auch noch hin, aber das ziehe ich dich jetzt einfach mal drauf. Ich glaube, das war sozusagen das Tutorial hier. Ich denke mal, es kommt vielleicht noch ein bisschen was. Ist hier noch was? Nö. Jo. Das sieht aus wie das Tutorial. Da sind wir mal Jula. Und dann machen wir erstmal hier, würde ich sagen, für die erste Folge Ende. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, abonnieren. Und dann danke ich fürs Zuschauen.